Quack, quack, guten Tag, liebe Ödländer. Wir machen uns wieder auf die Reise durch die Welt von Fallout. Wir haben ja letztes Mal jetzt den Auftrag bekommen, mal nachzuforschen, was es dann nun so mit diesen Karawanen auf sich hat, warum die verschwinden. Und wir haben schon gehört, dass es möglicherweise eine Deathclaw sein könnte. Da werden wir gleich nochmal die Beth zu ausfragen, aber vorher sprechen wir nochmal mit ihm hier. Du gehörst also mit dazu. Schön zu hören. Weißt du, wir fahren ungefähr alle 10 Tage von hier weg. Also am 8., 18. und 28. jeden Monats. Zurzeit fahren wir zu der Brotherhood nach Junktown und zum LA Boneyard. Und wie sieht die Bezahlung aus? Du kriegst 400 Hubscheine. Du denkst jetzt vielleicht, dass das nicht viel ist. Erstmal wieder reinkommen ins Lesen, oh Gott. Oh! Du denkst vielleicht, dass das nicht viel ist, aber wir fahren oft raus und du kannst dein Leben dabei nicht so leicht verlieren. Du wirst fürs Rausfahren und fürs Heimfahren bezahlt. Was nicht bedeutet, dass du beide mitmachen musst, aber wenn du es machst, kriegst du insgesamt 800. Wir fahren los am Januar, den 8. Interessiert? Klar. Klasse, komm zurück am Januar, den 8. Du fährst also raus. Du bekommst hier immer 400 Habscheine. Okay. Jetzt müssen wir natürlich mal gucken. Wer ist denn heute überhaupt? Der 1. Januar. Wir haben also noch eine Woche. Das ist ganz schön krass bei dem Spiel, finde ich, dass es so weit geht, da wirklich richtigen Tagesablauf quasi drin zu haben. Also Tagesablauf schon ist ja normal, aber dass das Datum eine Rolle spielt und du nicht einfach machen kannst, wann du willst, heftig. Waren andere Zeiten damals. Ich meine, es gibt es heutzutage auch noch, aber nicht mehr in Fallout. So, das ist doch Beth. Da kriegen wir jetzt. Hallo, womit kann ich dir helfen? Wir kriegen doch jetzt hier bei ihr. Naja, wir stellen einfach ein paar Fragen. Aber wir kriegen bei ihr auf jeden Fall jetzt Rabatt. Eigentlich. Das können wir erstmal kurz. Wir können eigentlich erstmal handeln und dann weitersehen. Ich möchte etwas kaufen. Das sind meine liebsten Kunden. Okay. Ja, das stimmt. Du arbeitest für Butch. Butch. Für Butch. Butch, du bekommst also 15% Rabatt. Wunderbar. Oh, guck mal hier, da haben wir nämlich schon eine geile Rüstung. Metallrüstung. Ich weiß gar nicht, welche davon besser ist. Leder. Achso, das ist die Leder. Das ist die Lederrüstung? Was haben wir denn an? Wir haben einfach nur ein Lederoutfit oder was? Metallrüstung ist natürlich das nächstbeste, was wir gerne haben wollen. Ich finde immer, diese Packung sieht aus wie so. Japanisches Fast Food, so eine Packung Nudeln. Oder vom Chinesen. Vom Asia-Imbiss. Was kostet denn der Spaß? Ach du je. Haben wir irgendwelchen Kram, den wir verkaufen könnten? Ich meine, wir könnten sie uns leisten, aber. Könnten höchstens hier den. Die Spieße mal loswerden. Hat. Danke. Wie sieht's hier mit. Ihren aus. Hat der noch Sachen dabei, die uns gehören? Nee. Okay, wir haben also einfach gar nichts gerade. Dann, ja. Kann ich dir ein paar Fragen stellen? Klar, sei doch nicht albern. Wir verschwundenen Caravans. Was erzählt man sich hier so über die verschwundenen Caravans? Manche meinen, die Water Merchants sind verantwortlich. Aber das glaube ich nicht. Ich denke, es war diese verdammte Deathclaw oder die Leute drüben in der Brotherhood of Steel. Warum glaubst du nicht, dass es die Water Merchants waren? Weil, wie ich bereits sagte, ihnen auch Caravans fehlen. Nicht zu vergleichen mit den Far-Go-Traders, aber sie sind auch, doch auch betroffen. Sie könnten ja lügen,
oder dich absichtlich in die Irre führen. Guter Gedanke, aber ich bezweifle das. Sie sabotieren sich schon seit Jahren. Doch, sie sabotieren sich schon seit Jahren. Aber das ist nicht ihre Art. Sie würden nie so viel Geld ausgeben, um die Caravans verschwinden zu lassen. Außerdem sind alle Caravans gut bewacht. Man könnte meinen, jemand wäre abgehauen. Sie haben nicht genügend Leute oder Geld, um sowas durchzuziehen. Der hätte mindestens einer überlebt. Ja, aber warum sind die Fargo-Traders häufiger betroffen als andere? Kein Glück, ich weiß nicht, aber vielleicht fahren sie woanders lang als die anderen. Vielleicht, weil sie nicht so gut bewacht sind wie die Crimson Caravan, aber sie haben vielleicht wertvollere Ladung als die Water Merchants. Wer weiß, die drei scheinen sich nicht allzu sehr zu unterscheiden. Zu Caravans. Hatten wir das nicht gerade? So. Was ist die Deathclaw genau? Die Deathclaw ist das schrecklichste Wesen, das aus der Asche des Krieges entstehen konnte. Manche sagen, sie ist ein mächtiger Geist aus dem Krieg, der das Land heimsucht. Aber sie ist kein Geist, sie ist so echt wie du und ich. Sie ist circa 6 Meter groß und hat Zähne so groß wie deine Arme. Sie ist eine Art Dämon, der sich hier breit gemacht hat, als die Welt im Feuermeer versank. Ich glaube, 6 Meter kommt nicht ganz hin, aber groß sind sie. Du bist verrückt, ich sollte deinem Elend hier und jetzt ein Ende machen. Wow, weißt du, wo sie ist? Weißt du sonst noch was über die Deathclaw? Also ich kenne diesen alten Mutanten in Old Town namens Harold. Er hat sie schon mal gesehen. Er ist der Einzige, der sie je gesehen hat und noch lebt. Der Einzige, der sie gesehen hat und noch lebt? Uncle Slappy drüben in Old Town spricht manchmal drüber, aber er ist nur ein verrückter alter Narr. Ja. Denke, ich werde es mir ansehen. Tschüss dann. Genau, mit Harold können wir dann auch nochmal reden in Old Town. Aber ich würde gern auch nochmal gucken, ob wir der anderen. Wo sind die denn? Hier sind die, ne? Der Crimson Caravan auch noch beitreten können, dass wir möglicherweise mit denen mal ein bisschen rumfahren, um Zeit zu schinden sozusagen. Ja, hallo, wie geht's so? Mein Name ist Demetre Romaro, Anführer des bei weitem besten Caravans im Ödland. Suchst du einen Job? Dann du siehst ganz fit aus. Ja und? Genau das suchen wir. Im Kampfgetümmel fühlst du dich pudelwohl, stimmt's? Überall pfeifen Kugeln um deinen Kopf. Du zerfetzt deinen Feind. Siehst die Angst in seinen Augen. Das ist Leben. Du schaust so aus, als würdest du uns nützlich sein, als ob du uns nützlich sein könntest. Und wir zahlen gut. Oh ja, das tun wir. Wir haben gerade ein paar freie Stellen. Du bist bestimmt interessiert, stimmt's? Ja, aber was mit der Kohlen? Wir zahlen. Oh, 600 Habscheine pro Job, garantiert. Man sagt von uns, dass wir immer den gefährlichsten Weg gehen. Ich sage, dass das am aufregendsten ist. Man braucht doch ein bisschen Aufregung im Leben. Habe ich recht? Natürlich habe ich recht. Schreist immer so rum? Ah, ich weiß nicht, ob ich darauf ansprechen sollte. Doch. Was? Hast du Angst vor lauten Geräuschen oder was? Ja. Nur bei Nacht. Klugscheißer, was? Macht mir aber gar nichts aus. Solange du die Caverns verteidigst, bin ich zufrieden. Sprich jetzt mit dem Kerl nebenan, wenn du einen Job willst. Wir haben nicht mal gesagt, dass wir mitmachen wollen. Wir sind jetzt einfach dabei. Also, mit ihm? Nee.
Ich will hier nicht fürs Gesicht erzählen bezahlt. Okay. Das alte Schwein findet also, ist also okay, dass du für uns arbeitest, was? Du musst ja eine scharfe Puppe sein. Ich bin beeindruckt, aber mal schauen, wie du dich schlägst. Wir fahren nur zweimal jeden Monat, am 3. und am 17. Kriegst du das hin? Wir klappern alle wichtigen Stellen ab. Die Brotherhood of Steel, Junktown, Necropolis und den Boneyard. Und die Bezahlung? Willst du am besten 600 Scripts. Jetzt ist es wieder Scripts, ne? Also irgendwie. Und das ist garantiert. Aber du musst nicht beide machen. Das ist eine ziemlich schwierige Caravan-Fahrt. Es ist fast sicher, dass man auf Gangster stößt. Oder Schlimmeres. Bei meinen Caravans können wir keine Waschlappen gebrauchen. Und du bringst lieber genügend Munition mit. Wir fahren los im Januar. Und zwar am 3. Bist du interessiert? Ja, doch, komm. Vielleicht passt das dann genau ab, dass wir dann mit den. Na, ihr wisst schon. Die nächste Fahrt wird zwischen. Cool, der nächste Fahrt im Januar und zwar am 3. Es ist wirklich der nächste. Ach, der nächste fährt. Oh. Es ist zu früh am Morgen. Ich habe mir außerdem gestern ins Auge gepiekt und ich kann ganz schlecht ausreden, ausreden. Komm dann wieder und ich setze dich auf einen Caravan. Wie mehr gibt es 600 Scripts? Okay. Also wir müssen jetzt bis zum 3. irgendwie die Zeit totschlagen, damit wir bis zum 8. wieder hier sind. Das ist doch der Wahnsinn. So, jetzt gehen wir aber nochmal nach Old Town. Das ist hier drüben. Und dann reden wir mal mit Harold. Harold ist einer der besten Charaktere in Fallout. Glücklicherweise weiß ich schon, wo er zu finden ist. Komm, wir spielen thermonuklearer Weltkrieg. Klar. Da. Da ist er. Harold! Kleingeld, Kumpel, kannst du einem armen gescheiterten Mutanten helfen? Ach komm, wir geben ihm direkt 25 Dollar. Oh, nett von dir, sehr nett. Wenn ich das Zeug hier wegkriegen würde, könntest du eine Träne in meinem Auge sehen. Wieso? Der Rest der Hub-Leute hat nur auf mir rumgehackt, seit ich wieder in der Stadt bin. Ich kann nicht weg. Schließlich ist dies mein Zuhause. Was ist denn passiert? Ach, meine Vault war eine der ersten, die geöffnet wurde. Lange her. Erzähl mir mehr von damals. Mit den Sirenen fing es an. Ich war jung, aber ich erinnere mich gut. Dann kamen schlimme Jahre. Und eines Morgens ging ich spät aus der Vault. Was hast du denn gemacht? Ich war ein Händler. War erfolgreich bei meinen Rundgängen zwischen den Überlebenden. Habe aber viele gute Leute verloren. Wieso? Die Gangmitglieder haben sie erwischt. Diese Aasgeier haben die Karawans angegriffen. Und Mutanten, verdammt, die schossen wie Unkraut aus dem Boden. Musste immer Wachen dabei haben, um mein Geschäft zu machen. Haben die Wachen nicht geholfen? Wo waren die Mutanten? Überall! Teufel auch, es schien, als ob man nicht mal furzen könnte, ohne einen zu treffen. Aber hauptsächlich im Nordwesten. Hast du die Gegend erkundet? Wir organisierten eine Expedition. Oh Gott, Richard Gray führte eine kleine Gruppe von uns dort hoch. Richard Gray? Richard Gray war Arzt, bisschen älter als ich und Mann, der war clever. Er fand die Quelle. Welche Quelle? Eine Art alter militärischer Stützpunkt. Wir haben beim Reingehen viele Leute verloren. Woher wusstet ihr, dass dieser Stützpunkt der Grund war? Es war, als ginge jemand auf Schnäppchenjagd im Mutantenland. Meine Güte, billiger im Dutzend. Ich kann mir keinen anderen Grund denken. Wahrscheinlich war es eine Fabrik. Habe ich diesen Stützpunkt genauer Wir angesehen? sind ziemlich weit reingekommen. Da waren nicht mehr viele von uns übrig. Gray, ich und ein paar andere. Und dann? Einer der Roboter hat Francine gekriegt. Mark war verwundet. Hab ihn ans Tageslicht zurückgeschickt. Dann waren es nur noch Gray und ich.
Und was passiert mit Mark? Bis heute weiß ich das nicht. Er schaffte es nicht mehr hierher zurück und nun, ich konnte dieses Ödland nicht mehr ertragen, also habe ich nie nachgeschaut. Und was war mit dir und Gray? Wir schafften es bis zu einer Art Zentralstelle, einer Art Fabrik. Da ist es passiert. Was? Ein Roboterkran krachte mit uns zusammen. Das Letzte, das ich von Gray sah, war, wie er durch die Luft flog, in eine Art Säurebad. Mir war übel und ich verlor das Bewusstsein. Wie hast du überlebt? Eben nicht, er wurde getötet. Gott, ich liebe diesen Witz. Ja, das merkt man. Ich habe keine Ahnung. Bin im Ödland aufgewacht, gerade noch so am Leben. Hatte Glück und einige Hände, die ich kannte, fanden mich ein paar Tage später. Zum Glück, da ich mich bereits verwandelte. Sie brachten mich hierher und hier bin ich seitdem. Wodurch bist du mutiert? Ich weiß nur, dass es etwas in diesem Stützpunkt war. Glaubst du, es könnte die Strahlung gewesen sein? Wie zum Teufel sollte ich das wissen? Gray hätte es gewusst. So ist die Sache in die Hose gegangen. Danke für die Auskunft. Danke, dass ich es erzählen durfte. Kein Problem, war cool. Ja, wer mal Fallout 3 gezockt hat, könnte vielleicht schon mal auf Harold gestoßen sein. Der kommt in den ersten drei Fallout-Teilen vor. Hey, da bist du ja wieder. Ach komm, wir geben ihm nochmal einen Zwanni, ne? Kann ich was für dich tun? Brauche Informationen über die Deathclaw und ich habe gehört, du weißt was darüber. Ah, das, mein Freund, das ist Albtraum City. Warum zum Teufel forschst du denn danach? Wenn ich ihr begegne, will ich vorbereitet In sein. Ordnung. Naja, es ist ein verdammt großer Mann. Hat Nägel und Krallen, die die schwerste Rüstung durchschneiden können. Aber lass dich nicht täuschen, es ist schnell. Okay, sie ist schnell, aber okay. Womit kann ich ihn am leichtesten Also, ausschalten? was ich so gehört habe, vielleicht ein Schlag auf den Kopf. Ich würde die Augen versuchen. Natürlich gibt es da ein Problem. Was für ein Problem. Du kannst sie nicht ansehen. Die Deathclaw hypnotisiert dich beim Hinschauen. Dann geht sie auf dich zu und du bist weg. Danke für die Viel Auskunft, Glück. Harold. Du kannst es brauchen. Schon möglich. Ja, aber. Hey, da bist du ja wieder. Hallo. Kann ich was für dich tun? Wie, das war jetzt wirklich alles? Oh, schön. Warum gibt es den Mond? Oh, ich habe mit Harold gesprochen. Die Deathclaw hört sich ziemlich böse an. Was kannst du mir darüber sagen? Himmel. Deathclaw, Deathclaw. Da, Deathclaw. Klopfen, was weißt du über die Deathclaw? Deathclaw macht Angst. Viel Angst. Sieht aber schön aus. Willst du sie sehen? Du kannst mich zur Deathclaw führen? Ja, Deathclaw, ja, wir gehen zur Deathclaw. Ah, macht nichts, pass jetzt auf. Wir gehen lieber noch nicht hin, weil mit einer Deathclaw können wir uns jetzt noch nicht anlegen. Aber wir wissen jetzt schon mal, wie wir zu ihr hinkommen. Das ist doch auch was. Wir haben immer noch den 1. Januar. Also jetzt 2 Tage warten wäre ja eigentlich auch blöd. Aber ich wüsste auch nicht so richtig, wo wir sonst irgendwie. Wir können einfach mal rausgehen und gucken, ob wir vielleicht eine Kurzbegegnung oder so haben. Ein paar Tage lang durchs Wasteland laufen. Brauchen ja mal ein bisschen Loot und Erfahrung. Wird dann gleich auch mal wieder noch eine Nahkampfwaffe ausrüsten, also unser gutes altes Messerchen. Falls wir wieder Viehzeug begegnen, was man eventuell doch lieber erstmal im Nahkampf bekämpft, damit man keine Munition verschwendet.
So, wir haben ja hier zum Glück unsere Datumsanzeige. Wir gehen einfach mal ein bisschen, gehen wir mal ein bisschen hier hin. Gucken, was hier so ist. Ach, guck mal, da drüben ist sogar was. Ist das der Boneyard? Oh, es ist schon 2. Juni. Oh, das ging jetzt doch schneller als gedacht. Oh. Sehr gut. Sehr gut. Nicht so gut. Bei Skorpionen sollten wir vielleicht doch die härteren Geschütze auffahren. Ach, wir haben ja jetzt auch Dogmeat dabei. Stimmt, der macht ja auch ordentlich Schaden nochmal. Der kann so oft angreifen, das ist nicht mehr feierlich, echt. Ach, ich habe hier die Schrotflinte. Jetzt. Ah, ich wollte doch. Warum ist das? Ich dachte eigentlich, ich hätte irgendwie. Kann ich nicht eigentlich hier so. Ja, doch, das ist doch jetzt hier der zum Anvisieren. Dann habe ich einfach falsch gemacht, okay. Immerhin haben wir ein bisschen Loot bekommen. Kann ich nicht einfach gleich stehlen sagen? Oi. Und dann gebe ich ihm einfach die Sachen rüber. Ist doch einfacher. Alle. Hier, das Zeug kriegst du einfach auch mal. Nee, ist egal. Ich nehme jetzt eh nur die beiden Schwänze noch mit und dann sind wir hier ja fertig. So, oben ist der Ausgang. Man muss immer gucken, wo hier der. Ich glaube, ich muss mal in den Optionen die Dingshöhe einstellen. Das habe ich nämlich auch nicht gerafft. Man kann das aber einstellen, wie weit das die Wegfindung ist. Oh. Man verbraucht da ganz schön viel Zeit, ey. So, jetzt müssen wir natürlich erstmal ein bisschen was verkaufen, damit wir wieder Platz im Inventar haben. Das wird alles nicht so einfach. Eigentlich würden wir natürlich am liebsten die Skorpionschwänze wieder umwandeln. Ah. Ah, ich will doch ins Inventar. Nervig ist das wirklich. Super nervig. Handeln. Bekomme ich jetzt eigentlich? Warte mal, ich will doch noch mal etwas verkaufen. Okay. So habe ich auf jeden Fall jetzt sicher die 15 Rabatt, sonst die 15 Rabatt, 15% Rabatt. Könnte eigentlich mal die ganzen Gegengifte. Man will sich ja auch nichts jetzt hier, ne? Alle. Kriege ja für ein Gegengift viel mehr als. Eigentlich müsste man wieder nach Shady Sands sich die umwandeln lassen. Oh ja. Wir verkaufen lieber ein paar von denen hier. Guck mal, das ist. Oh ja, nee. Wir können die Skorpionschwänze nicht verkaufen. Wir müssen die eigentlich in Gegengifte umwandeln, sonst ist das nicht
wirtschaftlich. Aber was wir da Verlust machen, wenn wir die einfach so verkaufen, das geht nicht. Wir brauchen das Geld. Ja, das wiederum dann. Ja. Können wir denn hier mal nettes bisschen Munition wäre ja nicht schlecht, ne? Oha. Davon haben wir ja nicht so viel. Genau. Dann müssen wir jetzt noch mal, wie oft wimmern die hier weg? Dann müssen wir nämlich nur 40 Mal jetzt hier auf Dings klicken. Natürlich habe ich zwischendurch nicht geguckt, wie man das besser machen kann. Ich habe es auch damals schon nicht geguckt, wie man es ordentlich machen kann. Also es wird immer so weitergehen. So. Muss reiche. So. Manchmal raff ich nicht, wo man hinklicken muss, um was zu erreichen. Das ist schlimm. Wir geben ihr nochmal die anderen beiden Skorpionschwänze auch. Und vielleicht geben wir ihm mal die Munition, die wir noch haben, für die Pistole, damit er wieder schießen kann, wenigstens. Weil wir haben ja jetzt andere Waffen. Und dann soll er ruhig weiterhin seine Munition verbrauchen. Also, ja, ihr wisst schon, was ich meine. Ist ja sinnvoll, wenn er schießen kann. Und dann hat er seine Munition und wir haben unsere Munition sozusagen. Dann verbrauchen wir uns nicht gegenseitig die Muni. So, wir speichern lieber vorher. Wir wissen ja, wie dieses Spiel gerne mal ist. Man weiß nie, was einen erwartet. Bereit, wir fahren heute. Klar. Gut gesagt. Wo wollen wir hin, ist die Frage. Junktown, Necropolis, Boneyard. Oh, lass uns mal nach Junktown. Oder zum Boneyard. Nee, wir machen Junktown. Super, die anderen Psychopathen sind bereit. Wir fahren gleich los. Das ist nett. Ja, plötzlich sind wir alle sehr froh, dass ich gespeichert habe. Das sind zwei oder was? Spacko. Spacko! Ihr Vollidioten! Ich bin ja gleich tot. Ihr habt sie ja wohl nicht mehr alle. Mal schön hier weggehen aus der Schussbahn. Ja, von mir aus hau den Typen um. Diese voll Alter. Haben die mich hier auf einen Lebenspunkt runtergeballert? Ich, also, völlig, völlig, Alter, unfassbar. Okay, wir haben einfach zwei Deathclaws erledigt, also Nachfahren nur, aber trotzdem. Das ist geil, ne, mit diesen Kofferräumen. Ich mach mal. Ich verarzte mich mal eben. In der Hoffnung, dass es ein bisschen was bringt. Wow, au, wow. Das ist ja ganz toll. Keine Heil. Okay, dann machen wir mal Erste Hilfe. Geht das besser? Wir bekommen halt Erfahrungspunkte, ne? Das ist
Wäre ja blöd, die nicht zu nehmen. Mach mal erste Hilfe hier. Ich glaube, wir sind jetzt wieder an einem Punkt, wo wir es gleich nicht mehr machen können. Ja, die Anstrengung könnte dich töten. Weißt du Bescheid? Kann ich mit denen reden? Nope. Okay, dann verlassen wir jetzt einfach die Karte und dann geht's weiter, denke ich mal. Okay. Da für dich, hier ist dein Lohn von 600 Deckel. Er holt einen alten schmierigen Geldsack raus und gibt dir das Geld. Du bekommst nochmal 600 Deckel, wenn du mit uns zum Hub zurückkommst. Wir machen hier eine kleine Pause, aber geh nicht zu weit weg, sonst fährt der Caravan ohne dich ab. Wann fährt der Caravan wieder ab? Wir verschwinden normalerweise 2 Stunden nach der Ankunft. Hier gibt's nichts Neues, also wenn du früher los willst, kein Problem. Ich schau mich mal kurz um. Welches Datum haben wir? 5. Januar. Okay. Das ist also Junktown. Waren wir nicht schon mal in Junktown? Natürlich. Hier ist, hier war die ganze Nummer. Oh! Ja, okay. Okay, cool. Wir kommen also nicht nach Junktown, obwohl wir hier schon waren und die Stadt quasi... Wir sind quasi Kumpels mit Killian. Aber wenn ihr unbedingt meint... Komm, wir reisen wieder zurück. Ich hätte eigentlich gerne einen Abstecher nach Shady Sands gemacht, aber das ist auch zu weit. Da kommen wir so einfach gar nicht jetzt von hier aus hin. Oh Gott. Ich hätte vielleicht vorher nochmal speichern sollen. Das ist ja hier schon wieder großartig. Diese Vollidioten, ne? Mehr Schaden schon abbekommen, weil die mich getroffen haben, als von den eigentlichen Gegnern. Alter. Könnt ihr mal meinen armen Kumpel Ian in Ruhe lassen? Alter! Sehr gut. Schießt euch gegenseitig ab. Das ist richtig so. Alter. Ja, Ian macht sich schon aus dem Staub. Der ist schon... Der macht schon nicht mehr lange. Moment. Jetzt will ich mal hier so einen... Kopf. Nice. Ich möchte gern einfach nur 2 Schritte zur Seite gehen, damit die mich nicht treffen wieder. Ach, jetzt bin ich hier noch. Moment, ich wollte nicht wieder einen... Obwohl, doch, wir können noch ruhig nochmal einen anvisierten Schuss machen. Aber alles außer Rumpf hat zu wenig Prozent, finde ich. Ich habe meinen armen Hund getroffen. Es kann doch wohl nicht euer Ernst sein. Ich hoffe, Ian schafft's noch weg, ey. Wo bin ich eigentlich gerade? Das bin ich, ne? Wer ist denn jetzt hier wer?
Ja, aber ist das jetzt ein Raider oder nicht? Ich habe vergessen, wer hier wer ist. Das wollte ich zum Beispiel nicht, aber okay. Jan, lauf! Muss doch schon wieder nachladen jetzt, ne? Oh. Das reicht immer noch nicht. Nein! Ian ist tot. Treff nur wieder den Hund! Oh. Haben sie sich jetzt gegenseitig angegriffen? Hä? Ach, das ist jetzt einer. Raff nicht, wer hier von wem ist. Er sieht verletzt aus. Ja, aber ich weiß nicht, wer er ist. Du siehst Raider, okay. Das ist also ein Raider oder was? Und das hier ist ein Caravan-Mitglied. Okay, danke für diese Info. Das war wichtig. Ich weiß nicht, ob wir ohne ihn überhaupt weitermachen wollen, ehrlicherweise. Unserem ganzen Kram hier auch. Okay, nee, komm. Ohne Ian ist doch. Macht doch keinen Sinn. Wir brauchen doch unsere Verbündeten. Ja, wir gehen aber wieder nach Junktown. Wir machen es genau wie eben. Vielleicht treffen wir wieder auf Deathclaws. Vermutlich nicht. Und wir jetzt hier einen Raider. Ach, die sind alle nur auf einem Fleck, okay. Ja, mir egal. Ist ja umso besser für uns. Der erste ist schon tot, sehr gut. Wenn der jetzt wieder auf mich schießt, ne? Oh, doch, mein Hund! Okay. Das war sehr viel einfacher als eben. Mit den Deathclaws. Vielleicht finde ich ja. Ich gebe zu, ich finde es schade, dass wir jetzt nicht die Deathclaws hatten. Aber. Oh, das, ich wollte gerade sagen, das kann doch nicht euer Ernst sein, dass ich das schon wieder nicht mitnehmen kann. Aber, Alter, ohne Ian. Das ist schon hart. Also, es war auch, finde ich, echt ein bisschen übertrieben, dass die alle so hart auf ihn am Anfang gegangen sind. Das muss ja nun auch nicht sein, ne? Man kann ja auch mal ein bisschen. Den Angriff streuen oder so. So. Fährt die Karawane wieder ab. Okay, lass uns zum Hub zurückgehen. Hier gibt es nichts, was mich interessiert. Halt! Ich glaube, ich schaue mich mal um. Diesmal wird gespeichert. Wirklich, du musst alle 5 Meter speichern, sonst kriegst du hier auf den Deckel. Wir können gehen. Oha. Das sieht ja wieder richtig einladend aus. Warum kann ich nicht schießen? Weil ich nachladen muss. Ich schieß dir jetzt aufs Bein.
Gott, sind das viele, Alter. Die Kuh! Wurfspeer, Alter! Die gehen schon wieder alle auf ihren. Hör auf zu winseln, du sollst würdevoll sterben. Ian ist schon wieder tot? Alter, come on. Was geht denn hier ab, ey? Alter. Warte. Ja, wir können gehen. Das wird doch wieder nix. So ein Schmarrn. Immerhin ist schon mal einer tot, ist doch gut. Komm, die kriegst du auch tot jetzt. Komm. Alter Dogmeat. Der Brahmin wird regeln. Jawoll. Nicht auf meinen Hund. Nicht auf meinen Ian. Noch ist Dogmeat aber nicht tot. Oder doch? Dogmeat ist tot. Ne. Ohne meinen Hund will ich nicht. Alter Finne. Ist das hart. Okay, wir machen Folgendes. Wir scheißen auf die 600 Deckel. Wir gehen jetzt doch nochmal nach Shady Sands einfach. Dann verpassen wir halt den Termin am 8. Was soll's? Das ist Shady Sands, ne? Wir machen einfach so, das ist einfacher. Dann nehmen wir halt den Termin am 18. oder so. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Also mal gucken, wie das zeitlich passt. Oh, ein Händler. Sei gegrüßt, Reisender. Was verschlägt dich hierher? Ich wandere nur herum. Warum triffst du diesen ganzen Schrott mit dir rum? Das ist kein Schrott. Das sind Handelswaren. Ah, okay. Tschüss dann. Naja, okay, lass mal deine Geschichte hören. Ach, ich hoffe, sie ist nicht lang. Ich wandere von Ort zu Ort und verdiene mir meinen Unterhalt mit Musik und kleineren Reparaturarbeiten. Was für Reparaturen machst du denn? Normalerweise repariere ich Sachen, deren Elektronik oder Mechanik kaputt ist. Ich habe den Leuten in Junktown mit ihrem Licht geholfen und denen in Shady Sands gezeigt, wie man bessere Öfen baut. Ah, echt? Glaubst du, du könntest auch einen Steuerchip reparieren? Ich glaube, da kann ich dir nicht weiterhelfen. Ich kenne mich mit der Vault-Technologie der Vorkriegszeit einfach nicht aus. Ah. Danke, auf Wiedersehen. Ne, wir wollen handeln. Wir wollen schon handeln. Der hat nichts. Er ist wirklich nur ein Schrottsammler. Okay. Schade. Danke, auf Wiedersehen. Schade, schade, schade. Wobei, kann man von dem nicht noch irgendwie mehr Zeug erfahren oder so? Bräuchte eine Wegbeschreibung? Jason Jankton, der hat nix. Ne, okay. Benutzt die Küste als Orientierungshilfe. Du brauchst ungefähr eine Woche nach Einwärts nach Shady Sands. Wenn du von dort in Richtung Süden gehst, kommst du nach Junktown. Von dort musst du nach ein paar Tagen in Richtung Süden gehen, um zum Hub zu kommen. Östlich davon liegt Necropolis, das du lieber meiden solltest. Außer Ärger kann man dort sowieso nichts erwarten. Okay, danke, auf Wiedersehen. Ja, okay. Hat uns jetzt nicht wirklich geholfen. Schade.
Auf nach Shady Sands. Ich habe so die Befürchtung, das wird wirklich nichts mit dem Termin am 18. Aber was soll's? Ach. Wir sind ja nicht so. Es ist natürlich wieder mal Nacht, das heißt, ich kann jetzt auch gar nicht hier mit. Wie hieß er nochmal, der Arzt? Raslow, genau. Es ist schon spät, komm morgen früh. Ja, okay. Also, wir warten bis morgen. Ja, warte mal, was? Kann ich ihm jetzt nicht mehr die Skorpionschwänze geben? Ich habe keine. Ach, die habe ich. Die habe ich alle ihren gegeben, ich Depp. So, dann warte mal. Dann geben wir mal eben die beiden Waffen rüber. Das wird nicht gehen. Ja, dann nehmen wir wenigstens zwei schon mal. Ich habe Ratskorpiongift hier. Kannst du damit was anfangen? Ja. Red Skorpion Gift, ja, okay, Dankeschön, super. Neißigkeit, stehlen. Tut mir leid, ich muss kurz meinen Kumpel hier bestehlen, der schon zweimal gestorben ist. Warum drücke ich nochmal auf alle, wenn ich schon alle habe? Ah! Dieses Spiel ist so unzugänglich, aber es ist so cool. So. Der letzte auch noch. Zicke die Zaxen und schon ist es wieder Nacht. Und jetzt aber ab dafür hier. Vielleicht schaffen wir es ja doch noch. Ne, wahrscheinlich nicht. Jetzt haben wir ja auch gegen die Deathclaws nicht gekämpft. Das ist. Oh Mann! Man darf nicht vergessen zu speichern, sagte er und hätte es fast wieder vergessen. Auf zum Hub. Eieieiei, das wird wieder eine Tour hier. 13., 14., 15. Ja, das kannst du knicken. 16. Wenn wir Glück haben, schaffen wir es bis zum 28. noch knapp. Eieiei, ey. Ah, eine Begegnung haben wir. Was ist es? Ach, das sind wieder nur irgendwelche Polizist vom Hub, okay. Den kann ich aber nichts machen. Ich könnte sie natürlich theoretisch einfach angreifen und ausrauben, aber so bösartig wollen wir ja nun nicht sein. So, 21. Nice. Gehen natürlich direkt nach Downtown. Stecken die Waffe weg. Ich sitze schon wieder so blöd hier im Mist. Oh, die alten Knochen. Ich fühle mich schon wie das Wasteland. Alt und verbraucht. Ich möchte gerne etwas verkaufen. Okay. Ja, 15% Rabatten bitte. So. Wenn wir die jetzt mal alle verhökern, kriegen wir immerhin 400 dafür. Was könnte man noch loswerden? Ah, ich habe ja noch die beiden Knarren von den Typen vorhin. Die können wir natürlich dann jetzt erstmal noch wieder zurückklauen von ihren.
Wir brauchen Ian alleine schon deswegen, weil er unser mobiler Safe ist. Ein Lastenfahrrad sozusagen. Irgendwie muss man ja seinen ganzen Loot transportieren. Das ist echt immer das... Ich weiß, es gehört dazu, dass Loot was wiegt und dass man nur eine begrenzte Menge Loot mit sich tragen kann. Das ist ja auch vollkommen richtig so. Aber es ist so nervig. Es ist so urig nervig, dass du immer... Ich bin so jemand, ich kann nichts liegen lassen. Ich sehe das nicht ein, dass ich irgendwie Sachen liegen lasse. Ich will alles mitnehmen, alles verkaufen. Ohne Wenn und Aber. Ja, dann kaufen wir noch jede Menge Munition, würde ich sagen, oder? Ist das denn schon wieder zu viel? Noch nicht, sehr gut. Wenn ich die jetzt noch dazu packe, kommen wir dann noch auf eine Portion? Nein, natürlich nicht. Andererseits, habe ich noch einen anderen Schund? Eine bessere Nahkampfwaffe wäre ja auch nicht schlecht, ne? Aber das Gute am Messer ist, dass es so wenig Dingspunkte verbraucht. Kampfmesser. Ah, Moment. Moment, ah, Moment, Moment, Moment. Okay, die bringen halt wirklich gar nichts dazu, ne? Mein Messer kommt dann ja auch weg. Und dann kommen die noch dazu. Dann können wir uns nochmal einmal Munition dazu holen, denke ich. Wir könnten... Nee, die Maschinenpistole wollen wir noch behalten. Noch wollen wir sie behalten. Ja gut, dann müssen wir von unserem Geld noch was dazugeben. Wo sind denn unsere Deckel? Da. So, jetzt muss ich rechnen. Wie viel brauchen wir? Nee, 75. Ich war nie gut in Kopf rechnen. Aber wir hoffen einfach, dass das richtig ist. Immerhin war ich knapp dabei. Bieten. Gott bewahre, ey. Wer sich das ausgedacht hat damals, das... Hätte man einfach damals schon besser machen können, finde ich. Zumal ich jetzt eine neue Rüstung habe und die alte gleich verkaufen werde. Und das heißt, dann müssen wir wieder in das Inventar da. Ha. Nein, ich will Sachen verkaufen. Okay. Ja, Rabatt. Schön in die Rabatten rein. Ich muss unbedingt auch nochmal rausfinden, was genau es hier mit den... mit dem Wasser und so auf sich hat. Das brauchen wir zum Türen öffnen. Werkzeug wahrscheinlich zum Reparieren von Dingen, was wir noch nie gemacht haben. Ey, und die Mentas und Buffouts. Eigentlich habe ich sowas noch nie gebraucht. Vielleicht sollte man die auch mal verhökern irgendwann. Aber nun ist egal. Jetzt machen wir erstmal hier noch ein bisschen Munition. Ja. Nee, das ist dann viel zu viel. Okay, dann. Wie viel? 64. Ah! Sehr gut. Immerhin habe ich diesmal gut gerechnet. Das war aber auch nicht so schwer. Danke.
So, und nu? Jetzt sind wir hier. Ich glaube, hier unten war noch irgendwie was Interessantes. Irgendwo war hier auch noch ein Questgeber. Meine ich mich zu erinnern. Wer muss hier? Kann er das gewesen sein? Urban. Ach Junge, kannst du mich nicht in Ruhe lassen? Ich habe schon genug Probleme. Ich bin doch ein Mädel. Probleme? Vielleicht kann ich helfen. Ich weiß nicht. Ich brauche eine andere Sorte Held als dich. Hör mal, warum kommst du nicht wieder, wenn du ein bisschen Erfahrung gesammelt hast? Okay, ja, wir sind noch nicht cool genug für ihn. Wie viel Geld haben wir jetzt eigentlich? 2589. Wir könnten ja immer noch die Water Merchants mal ausbezahlen, dass die uns ein bisschen Wasser in die Vault bringen. Dann sind wir halt wieder arm wie die Kirchenmäuse, aber dann können wir endlich auch von denen mal Aufträge annehmen. Weil aktuell haben wir uns das ja irgendwie verscherzt, weil wir die falschen Dialogoptionen zur falschen Zeit gemacht haben und jetzt können wir einfach nicht mit denen. Das ist auch so doof, finde ich. Ne? Also ich hatte jetzt nicht die Möglichkeit, nochmal denen zu sagen, hey, können wir nicht für euch auch irgendwie Aufträge machen? Sondern ich muss die jetzt bezahlen. Ja, komm, wir machen das jetzt. Okay, ich kann heute schon damit beginnen, die Caravans in deine Vault zu schicken. Du solltest jedoch wissen, dass die Caravans ziemlich leicht gesehen werden, wenn sie durch die Wüste, ziehen. Wenn wir die Caravans also auf diesem Weg losschicken, das ist ein deutliches Zeichen für jeden, der nach deiner Vault Ausschau hält. Bist du immer noch sicher, dass du auf diesem Weg losschicken willst? Das ist eigentlich ein guter Punkt, ne? Dann werden die entdeckt. Ich glaube nicht. Kann ich jetzt wieder normal mit dir reden? Oh. Das kotzt mich halt so an gerade, ne? Alter, komm schon. Ja, egal. Okay, hier ist das Geld. Ja, die Vault braucht Wasser. Fahren dann schon ein paar Stunden los. Okay, danke. Kann ich jetzt... Ich suche nach einem Job. Klar, super Himmel, bist du eingestellt. Danke! Mein Gott. Warte, für welchen Posten? Oh, Caravanwache, okay. Ja klar, du kannst unsere Arbeit... Du kannst für was arbeiten. Für uns. Oh Mann! Oh Leute, es tut mir so leid, dass ich so scheiße lesen kann, ne? Ich bin kein Analphabet, ich hab auch nicht Dyslexie, ich bin einfach nur scheiße im Vorlesen. Das sieht ganz in Ordnung aus. Sonst noch was? Okay, nein, alles klar. Das hätte man einfach am Anfang schon machen sollen. Da hätte man diesen Hassel jetzt nicht gehabt. So, wann fahrt ihr denn? Schön, du bist eingestellt. Ich wusste, es würde kein Problem sein. Sie sieht in der letzten Zeit kein Land mehr. Seit Darren Hightower angefangen hat, sich in unserem Büro zu verstecken. Seltsamer Mann. Wir reisen ungefähr alle 5 Tage ab. Also am 1., 5., 10., 15., 20. und 15. des Monats. Momentan fahren wir nur nach Junktown und LA Boneyard. Und wie sieht es mit dem Lohn aus? Wir zahlen 200 Habscheine. Das ist zwar nicht so toll, aber wir reisen oft und unsere Routen sind nicht allzu gefährlich. Das wäre nur für die Hinfahrt. Und du musst natürlich nicht an der Rückfahrt teilnehmen. Das gilt für alle. Wir reisen am Januar den 25. Interessiert? Sicher. Okay, komm bitte am 25. Januar. Das ist dein Abreisetermin. Wie immer zahlen wir 200 Habscheine. Okay. Was haben wir denn heute? Den einen. Oh,
jetzt muss ich hier wirklich Zeit totschlagen und bla. Jetzt haben wir aber wieder 205 Tage übrig, weil wir halt das Wasser dahin geschickt haben. Das ist ja auch schon was. Wir haben 1000 Erfahrungspunkte bekommen. Sag mal, haben wir nicht langsam mal wieder ein Level up? Ja, ein Glück. Ist ja... Was machen wir nun, die Tage? 4 Tage lang. Gehen wir wieder raus und gucken ein bisschen, ne? Vielleicht bekommen wir eine schöne Kurzbegegnung oder so. Deathclaw wird immer noch schwierig sein, vermute ich. Wenn ich jetzt nochmal wüsste, es gibt auf jeden Fall noch mehr Leute, die sich uns anschließen. In Junktown. In Junktown war noch jemand. Wir müssen doch nochmal nach Junktown. Und diesmal hoffentlich am Tage. Dann können wir da vielleicht noch jemanden finden, der sich uns anschließt. Und dann sind wir ein bisschen besser aufgestellt zu dritt. Es gibt 3 Leute, die sich uns anschließen können. Und Dogmeat. Aber wo die dritte war, weiß ich nicht mehr. So, bevor ich da jetzt aber rausgehe, speichere ich. Und wir sehen erst beim nächsten Mal, was uns da draußen dann Schönes erwartet. Oder auch Unschönes. Hier weiß man ja nie. Also, schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es weitergeht mit Fallout. Schwimmt nicht zu weit raus ins Trübe und macht's gut. Bis dann. Wir sehen uns. Ciao.